Hallo und willkommen zurück zu Faster Than Light. Wir sind immer noch unterwegs mit der Adjudicator und ja, unsere Crew ist hier schon ziemlich angeschlagen und auch unser Schiff ist ziemlich angeschlagen. Alles klar, ich habe auf E gedrückt und ich sehe gerade, damit aktiviere ich den Schild. Das heißt, ich habe gerade ein Drohnenteil verschwendet. Was soll's, es geht trotzdem weiter. Und zwar springen wir erstmal zu diesem Notsignal und dann zum Laden. Ja, ich denke mal, den nächsten Kampf oder was auch immer da auf uns warten wird, werden wir schon überstehen. Erstmal schauen, was hier passiert. Ein Schiff scheint da nicht als Gegner zu sein. Du tauchst oder du erreichst das Notsignal, das in der Nähe eines kleinen Asteroidengürtels ist. Und findest ein Schiff mit einer Piratenmarkierung, das teilweise zwischen zwei großen Felsen eingequetscht ist. Es muss illegal den Asteroidengürtel abgemint haben, ohne ohne die richtige Ausrüstung zu haben. Okay, mit unserer Strahlenwaffe können wir das Schiff vorsichtig da rausschneiden. Das machen wir auch mal. Ja, und mit ein paar präzisen Schnitten können wir das Schiff von den Asteroiden befreien. Und als Dank bekommen wir hier etwas Schrott, etwas Treibstoff und einen Drohnenteil. Damit ist das wieder drin, was ich eben verschwendet habe. Gut, von hier aus springen wir in den Laden und jetzt dürfte es sich doch mal lohnen, hier einzukaufen. Zumindest haben wir doch ein bisschen was an Schrott. Okay, die Rebellen sind schon hier, aber scheinbar doch nicht, denn das ist nur ein leeres Schiff. Okay, nur ein Laden, was soll's. Ha, hier gibt es etwas Crew. Wir können hier. Ha, das ist interessant. Hacking und Mind Control hätten wir. Aber erstmal sollten wir alle Schäden reparieren. Hacking war beim letzten Mal ziemlich gut und mit Mind Control kann man auch alles machen. Ich glaube, das sollten wir beides mal mitnehmen. Hacking will ich auf jeden Fall und Mind Control nehme ich, glaube ich, auch. Ja, wir haben ja sowieso vor, viel Energie in unser Schiff zu stecken. Ah, das wäre der letzte Systemslot. Dann weiß ich das nicht so genau. Ein Crew-Teleporter wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Wie entscheide ich mich? Ich glaube, ich versuche das einfach mal so. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, an eine Boarding-Drohne oder so zu kommen. Und sollten wir vielleicht ein Tarnschild nehmen? Dann würde das auch passen. Und für den restlichen Schrott können wir hier noch Treibstoff mitnehmen und weiterfliegen. Gut, dann können wir uns auf jeden Fall noch das Schiff angucken. Ja, unsere Crew hätten wir hier auffrischen können, aber ich denke, das sieht erstmal so in Ordnung aus. Ich tausche erstmal hier die eine Schilddrohne mit der Anti-Personendrohne aus. Einfach, damit wir im Moment noch die Wahl haben, was wir denn nutzen wollen. Und eine Schilddrohne reicht für den Moment auch definitiv aus. Gut, dann werden wir auf jeden Fall nach und nach unseren Reaktor weiter ausbauen. Bei den Subsystemen scheint es noch einen freien Slot zu geben. Da fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, was das sein könnte. Naja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir können hier noch ein paar Stationen bemannen. Bei den Subsystemen war es ja immer so, dass wenn man da noch eine Einheit mit reingesetzt hat, dass die dann praktisch ein kostenloses Upgrade bekommen haben. Deshalb gerade bei den Kameras, dann können wir zumindest sehen, was auf feindlichen Schiffen so vor sich geht. Und dann springen wir auch schon weiter. Ich glaube, zu dem Laden kommen wir nicht mehr. Wir kommen aber auf jeden Fall dahin. Dann nehmen wir das doch erstmal mit.
Und vielleicht springen wir von dahin dann auch schon zum Systemausgang. Mal schauen. Diesmal sehen wir ein Mantis-Schiff, bevor sie uns sehen, und wir greifen das einfach mal an. Und dann benutze ich direkt mein Mind Control hier auf den Mantis. Da. Der Ion Blaster schießt einfach mal aufs Schild. Und der Strahl schießt einfach mal quer hier rüber. Ich glaube, der Kampf sollte relativ sicher verlaufen. Für Mind Control hat man ja, glaube ich, auch keine Drohnenteile gebraucht. Für das Hacking-Tool brauchte man ja welche. Ja, das ist wirklich ein schwaches Schiff. Das nehmen wir so ziemlich einfach auseinander. Auch wenn sich der Mantis da aus der Gedankenkontrolle jetzt befreit hat. Aber wir haben hier schon mal den Schild ziemlich unter unserer Kontrolle. Und mit der nächsten Laserladung oder Strahlenladung dürfte das Ganze dann auch vorbei sein. Nur ein bisschen warten. Jo, das sollte auch noch mal ein bisschen Schrott geben und dann können wir weiterspringen. Ja, Nummer 31 Schrott. Ja, wir könnten da noch mal zum Laden springen. Ja, das machen wir auch mal. Vielleicht gibt es da ja noch was Interessantes, wobei wir ja eigentlich gar kein Geld haben, um da noch groß was einzukaufen. Aber wer weiß das schon. Aha, automatisch nachladen. Oh, das ist ja interessant. Na, wir haben jetzt natürlich schon die Ausbauten. Ach, Augmentation ist das. Also dieser rekonstruktive Teleport würde bei jedem Teleport die Crew komplett heilen. Das wäre natürlich in der Verbindung mit hier der Ausrüstung, die wir haben, nicht so schlecht. Ein Crew-Teleporter wäre natürlich auch super. Aber den können wir uns nicht leisten. Wir können ja mal schauen, was wir verkaufen können. Das für 30 verkaufen, nee, das lohnt sich nicht. Hier gibt es noch eine zweite Seite. Hier könnte man noch Leute mitnehmen. Aber die sind alle zu teuer. Okay, Intruder ist ziemlich interessant. Aber ich denke mal, das, was wir haben, ist ganz gut. Also die Intruder-Drohne würde jetzt das gegnerische Schiff da an bestimmten Stellen, wie heißt es? Ja, Ionenschaden an bestimmten Systemen machen, wenn sie da dann ist. Okay, wir sind auf jeden Fall. Am Ende des Systems angekommen und hier sind einige private Schiffkonstruktionsplattformen im Gebiet irgendwie. Und eins hat sogar einen Slot offen, um daran zu arbeiten. Und sie würden sogar unser Sensoren-Subsystem Subsystem für ein wenig Schrott hochleveln und da das Ganze nur 10 kostet, nehme ich das mal mit. Das ist sehr gut. Damit sind wir, wenn wir hier ein Crewmitglied drin stehen haben, auch auf dem maximalen Level für das Subsystem. Also das hat sich schon gelohnt. Und dann springe ich einfach mal in die nächsten Sektoren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier gibt es leider für euch auch noch keine Wahl. Von daher kann ich das auch einfach in dieser Folge machen. Und wir fliegen einfach in den nächsten Zoltan-Sektoren. Genau.
Und von hier aus können wir uns schon mal eine Route überlegen. Es ist wahrscheinlich wieder hier nicht verkehrt, die Nebula-Punkte mitzunehmen. Dann fliegen wir vielleicht hier wieder so eine kleine Kurve oben rum, dann nach unten und ab in die Nebula. Da sollten wir ja von den Rebellen ganz gut wegkommen. Du stolperst über einige militärische Zoltan-Schiffe, die im Kampftraining verwickelt sind. Ihre Energieschilde sind beeindruckend, aber du bemerkst, wie schnell Strahlen- und Ionenwaffen die ja, ausschalten. Alles klar, das war dann wohl ein Tipp, wie man dagegen am besten vorgeht. Zum Laden brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst springen. Wir haben momentan keinen Schrott. Ansonsten hätte ich da natürlich gerne reingeschaut. Okay, vielleicht hätte ich Treibstoff mitnehmen sollen, aber jetzt ist das auch zu spät. Durch dieses System kommen wir auf jeden Fall auch ohne. Oh. Du erhältst eine Rundsendung. Auf jeden Fall ist das Drohnenwerbung und wir bekommen gratis Schrott und eine Kampfdrohne. Die möchte ich mir einmal angucken. Was haben wir da? Ach, das ist eine ganz normale Drohne, die dann um das gegnerische Schiff rumkreist und ein bisschen Schaden macht. Die ist jetzt nicht so stark, aber die kann man definitiv dann auch verkaufen, wenn wir zum Laden kommen. Und ein bisschen Schrott kann man ja auch immer gebrauchen. Okay, und dann fliege ich von hier aus wohl mal direkt in die Nebula. Und jetzt können wieder interessante Dinge passieren. Und wir treffen auf. Ist schwer zu sehen, aber scheinbar ist dieser Ort eine Touristenattraktion. Und ein Schiff bei einer kleinen Station bietet uns an, 5 Treibstoff für 2 Raketen zu tauschen. Das machen wir. Den Treibstoff können wir gebrauchen. Und da haben wir direkt auch noch einen Laden, aber da möchte ich vielleicht über einen kleinen Umweg hinfliegen. Ja, so schön liegen die Sterne dann hier nicht zusammen. Aber es sollte klappen. Ah, und hier haben wir wieder so ein automatisches Schiff, das uns auch direkt angreift. Ja, mit dem Ionenblaster schieße ich natürlich direkt auf den Schild. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, hier direkt den Schild unten zu halten. Natürlich wäre es auch gut, wenn wir die Drohne ausschalten könnten, aber das wird hier nicht so einfach. Ah, jetzt kann ich sehen, wie schnell hier die Waffen aufladen. Oh, da muss ich aber aufpassen, denn die dürften auch ziemlich schnell durch meine Schilde durch sein, gerade mit der Drohne, die die da haben. Na, erstmal habe ich auf jeden Fall den Schild kaputt und jetzt möchte ich dann doch Drohne und Waffen ausschalten. Das sollte auch funktionieren. Sieht zwar jetzt nicht optimal aus, aber es funktioniert. Ah, und die haben eine Bombe, die hier ist aber zum Glück nur eine Ionenbombe. Damit können die unsere DNA-Datenbank gerne hier lahmlegen. Oder unsere Klonstation. Denn gegen Ionen sollten wir keinen Schaden mit unseren Crewmitgliedern bekommen. Jetzt kommt der nächste Strahl. Ja, und damit sollten wir das Ganze auch unter Kontrolle haben. Die Drohne ist damit erstmal abgeschaltet. Die Waffen müssen erstmal wieder aufladen, bis die wieder feuern können. Okay, die Ionenbombe funktioniert noch, aber über die mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken. Ja, und mit dem nächsten Hellebardenstrahl sind wir da auch durch. Oh, Sauerstoff ausgeschaltet. Naja, da können wir ja warten, bis der Sauerstoff eben regeneriert ist und dann können wir weiterspringen.
Das war auf jeden Fall kein allzu schwerer Kampf. Dafür gibt es auch noch ein Drohnenteil, drei Treibstoff und etwas Schrott. Und da können wir ja mal schauen. Wir springen gleich mal zum Laden, denke ich. Oder wir springen erst zum Notsignal, dann zum Laden, dann darüber und dann schauen wir, was wir noch so mitnehmen können. Vielleicht finden wir ja noch etwas, das sich lohnt. Und ansonsten muss ich halt wirklich schauen, dass ich den Reaktor bald noch mal ein bisschen weiter ausbaue. Schildschichten haben wir momentan, denke ich, noch genug. Na, aber für den nächsten Kampf sollte dann die Sauerstoffversorgung doch aufrecht sein. Wenn man damit zu wenig Sauerstoff reingeht, ist das immer kritisch. Gerade dann, wenn die vielleicht das Sauerstoffsystem auch als erstes abschließen und man dann nur noch irgendwie bei 50% Sauerstoff ist, dann sieht das schnell schlecht aus. Aber jetzt können wir, denke ich, weiterspringen, denn jetzt dürfte sich das regenerieren. Okay, keine Gefahr, zumindest bis jetzt noch nicht. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, die in einem Orbit um einen unbewohnten Planeten ist. Das Satellitenabwehrsystem ist durchgedreht und die Reparaturcrew kann sich dem nicht nähern, ohne dass auf sie gefeuert wird. Sie suchen nach Hilfe. Ja, versprechen wir mal zu helfen. Und wir haben ja diese Engie-Crew-Mitglieder. Also das Event hatten wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal. Und damit können wir aus der Entfernung das Ganze reparieren. Und ja, bekommen dafür eine schöne Belohnung. Also es lohnt sich immer wieder doch zumindest ein Engie-Crew-Mitglied zu haben, alleine für solche Events. Da helfen die doch sehr. Ja, welche Route springen wir jetzt? Also ich glaube, wir müssen jetzt zum Laden und dann irgendwie hier weiterschauen, weil wenn wir darüber kommen, kommen wir hier vielleicht zum Laden, aber wir müssen dann einen Umweg fliegen, um hier zum Ziel zu kommen. Das wird dann doch ein bisschen knapp. Also direkt zum Laden. Und wir haben ja auch wieder 150 Schrott, den wir da ausgeben können. Okay, eine Feuerdrohne, eine Abwehrdrohne und eine Antidrohne. Die Antidrohne ist sehr interessant, weil die halt hier Drohnen betäubt, die um unser Schiff kreisen. Das heißt also, hätte jetzt der Gegner zum Beispiel so eine Feuer- oder Kampfdrohne, dann könnten wir die damit abfangen. Die Verteidigungsdrohne ist auch nicht schlecht. Das ist schwierig. Also die Verteidigungsdrohne ist dann sogar noch ein Ticken besser. Ich will aber erstmal schauen. Also ich verkaufe auf jeden Fall die Kampfdrohne. Schilddrohnen, das ist die Frage. Sollte man zwei Schilddrohnen haben oder sollte man vielleicht auch eine Abwehrdrohne dabei haben? Ich glaube, ich behalte erstmal die zwei Schilddrohnen. Vielleicht haben wir ja später noch die Chance, eine Abwehrdrohne 2, also ja, sozusagen eine bessere Version davon zu finden. Das würde ich dann doch vorziehen. Und dann denke ich, können wir hier unser Schiff auch nochmal upgraden. Und da packen wir jetzt am besten, ja, wo packen wir da am besten Energie rein? Also in die Gedankenkontrolle wäre ja noch, wäre gar nicht so schlecht. Das erhöht jetzt die, würde die HP und den Schaden der kontrollierten Einheit erhöhen. Die würde dann natürlich noch mehr Probleme auf dem Schiff anrichten. Hacking-Tool könnte sich auch lohnen. Oder wir packen jetzt einfach ein bisschen was in. Wie heißt es? In die Drohnenkontrolle, damit wir hier vielleicht zwei Drohnen mal am Laufen haben können. Oder Engines haben wir natürlich, Waffensysteme. Da hätten wir auch noch was. Was bringt uns der Antrieb denn? Das erhöht die Ausweichrate und das auch nicht gerade schlecht. Also bis zur Stufe 5 sollte man das wohl vielleicht mitnehmen. Heißt, hier erhöhe ich das mal. Dann packe ich hier auch gleich noch zwei mit rein.
So. Ja, nehmen wir das erstmal so mit, dann erhöhen wir hier nochmal den Antrieb, damit können wir ausweichen, das ist eine gute Sache. Und dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht den Generator nochmal ein bisschen weiter ausbauen, aber Schrott bekommen wir ja wahrscheinlich sowieso noch. Und dann, ja, ich weiß, die Folge ist jetzt auch schon wieder 20 Minuten lang, aber dieses System möchte ich dann doch gerne in dieser Folge abschließen, einfach damit ihr vielleicht am Ende der Folge wieder die Wahl habt, was ihr dann in der nächsten Folge machen könnt. Und hier treffen wir auch direkt wieder auf ein Schiff, wieder ein automatisches Schiff der Rebellen. Aber das sieht so aus. Ach, eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Nee. Oh, aber das hat eine Gedankenkontrolle. Das heißt, am besten sollten wir das ausschalten, bevor das durch unsere Schilde durch ist. Da die einen Raketenwerfer und eine andere Waffe haben, werden die wahrscheinlich ein bisschen brauchen, da durchzukommen. Von daher sollte ich hier mit dem Halberd-Beam eigentlich vielleicht auch einfach den Schild und die Waffen ausschalten. Na, vielleicht erwischen wir da sogar doch vier Räume mit, wenn man das hier so an der äußersten Ecke macht. Pixelarbeit, aber es funktioniert. Also Gedankenkontrolle möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Gut, das System ist ausgeschaltet. Mit der Heilung ist halt nicht so optimal mit unserem Clone Bay. Ich weiß auch nicht, ob ich davon begeistert bin. Im Moment habe ich das Gefühl, wenn irgendwie die gegnerische Crew hier das Ding übernimmt, dann kann es das bei mir ganz schnell gewesen sein. Weil wenn die das erstmal kaputt haben und da keine Leute respawnen können, dann ist doof. Aber dieser Kampf geht schon mal sicher durch. Genau, das dürfte auch noch mal ein bisschen Schrott geben. Und den brauchen wir ja, vor allem wenn wir unseren Generator voll ausbauen wollen in diesem Durchgang. Und jetzt nehme ich hier, denke ich, noch mal ein paar Nebula-Felder mit. Die Frage ist, welche Reihenfolge am besten wäre, wahrscheinlich von hier zum Ziel, dann darüber zurück zum Ziel und dann können wir da vielleicht noch mal die beiden Systeme mitnehmen. Gut, hier haben wir nur Nebula und keine besonderen Ereignisse. Dann springen wir hier hin. Und auch hier nur Nebula, das ist schon mal gut. Aber ansonsten auch nichts. Das heißt, das hat uns nur Zeit und Treibstoff gekostet. Aber das kann man vorher ja nicht wissen. Wenn möglich, möchte ich hier natürlich noch irgendwie ein, zwei Kämpfe mitnehmen. Und wir haben ja auch ein bisschen Zeit, da die Rebellen ja im Nebula nicht ganz so schnell hinterherkommen. Und auch hier finden wir nichts. Dann ist das Ganze vielleicht doch schneller erledigt, als ich das gedacht hätte. Ich hätte gedacht, hier kann man noch ein paar Ereignisse bekommen. Zumindest bekommen wir hier noch eins. Und zwar treffen wir hier auf ein Rockschiff. Ja, das sind wieder die, die Angst haben und sich vor den Behörden verstecken, weil die wohl irgendwie illegal da sind. Ja. Ich denke, das passt ganz gut. Was haben wir dabei? Türen haben wir dabei. Na, Türen sind eigentlich nicht unbedingt das Wichtigste. Das sieht gut aus. Da treffen wir direkt vier Räume, haben die Waffen dabei, haben den Schild dabei, was ja mit das Wichtigste ist. Das Cockpit auch, falls sie fliehen wollen würden, was ich allerdings nicht denke. Das machen ja, glaube ich, nur die Rebellen. Oh, aber die werden schnell durch den Schild durch sein, wenn sie treffen. Ja, der Schild oder der Superschild dürfte zumindest jetzt schon mal fast verbraucht sein. Aber da haben wir schon einen sehr guten Treffer mit dem Halberd-Beam. Ja, der hat gesessen. Der hat wirklich gut gesessen. Ja, das wird interessant. Wir brauchen auf jeden Fall für die nächsten Systeme dann auch wieder neue Waffen. Denn ich denke, mit einer dritten Schildschicht sind wir da mit dem Halberd-Beam und mit dem Ionenblaster wirklich am Ende.
denn dann müssen wir irgendwie unsere Raketen mit benutzen. Und ich bin ehrlich, ich hätte lieber noch eher eine Laserwaffe oder vielleicht eine zweite Ionenwaffe, um die Schilde tatsächlich mehr runterzubringen, damit ich mit dem Halberd Beam weiterhin durchkomme. Na, Treibstoff 5 ist nicht schlecht, aber ich denke, wir bekommen mehr Schrott, wenn wir sie einfach zerstören. Deshalb laden wir den Halberd Beam noch einmal auf und dann sollte sich das auch erledigt haben. So. Ja, schade, dass wir nicht nebenbei noch in unsere Schiffsupgrades reingucken könnten, sonst könnte ich das noch nebenbei machen. Aber ich glaube, hier bei diesem Kampf wird nicht mehr viel passieren. Da wird das Schild nochmal komplett lahmgelegt. Und mit dem Halberd Beam ist das Ganze vorbei. Wir bekommen eine kleine Bombe als Waffe. Die werden wir wahrscheinlich einfach nur verkaufen. Springen wollte ich noch nicht. Ich wollte noch kurz das Schiff angucken. Die Ausrüstung, die kleine Bombe braucht ein Energie. Die könnten wir vielleicht anstatt der Leto-Raketen mitnehmen. Wobei die Leto-Raketen durch fünf Schildschichten durchgehen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich stark. Macht dann einen Schaden. Wie sieht das hier aus? Ja, ich glaube, Bomben sind ja immer direkt durch die Schilde durch. Okay, das würde halt Schaden an System und an der Crew machen. Das ist sehr interessant. Das nehme ich vielleicht mal testweise für die Feuerbombe raus oder rein. Und dann probieren wir es in der nächsten Folge vielleicht mal aus, weil damit hätten wir halt die Chance, an einem System zwei Schaden zu machen. Damit kann man ein System ausschalten, zum Beispiel ein Schild, zwei Schaden am Schild, das sind zwei Schildschichten mal weg, oder? Nee, das dürfte nur eine Schildschicht sein. Aber mit dem Ionenblaster macht man dann noch eine Schildschicht weg. Das könnte vorübergehend die Lösung zu dem Halberd-Beam-Problem sein. Gut, viel mehr schaffen wir in diesem System nicht, denn wir müssen jetzt hier hinspringen und dann wären die uns direkt auf den Fersen. Dann kommen wir da oben gar nicht mehr hin. Also ab zum Ziel und dann schauen wir nur noch ganz schnell in die Übersichtskarte, wo wir das nächste Mal hinspringen werden. Und da haben wir dann die Wahl zwischen einem zivilen Sektor oder ein Abandoned, lässt sich übersetzen mit, naja, irgendjemand ist da halt weggezogen und hat alles Mögliche zurückgelassen im Sektor. Ich glaube, so einen habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Also ich wäre auf jeden Fall an dem interessiert. Wenn ihr auch daran interessiert seid, schreibt es, wenn ihr mich lieber im zivilen Sektor sehen wollt, werde ich natürlich auch da lang fliegen. Und vielleicht könnt ihr euch auch überlegen, wo ihr danach lang wollt. Dann haben wir wieder irgendwas Nebula-mäßiges und wieder irgendwas Friedliches, bevor es dann in den Endkampf geht. Also dann bis zum nächsten Mal.